Hallo, hallo, herzlich willkommen zum piratisch fairen Startplatz-Geschachere des 13. BJPs. Die Orga ist tatsächlich vollzählig anwesend, an der Kamera und außerhalb des Bildes. Im Bild müsst ihr jetzt einfach mit mir vorlieb nehmen. Und ich fange jetzt einfach mal an. So, erstes Team: Bob Jagger. Dann. Zweites Team, die goldenen Reiter. Nummer 3 ist SPVGG Rasenschach. Nummer 4, die Blue Fangs. Und weiter geht es mit, na, Leipziger Partyhändel. Loch nicht. Dann dicht gefolgt von den Peter Pawns. Und als nächstes haben wir, uha, die GAG 2, aka Opfers Number One. Nice. So, nächstes Team. Lokomotive Black Ninja. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, okay, 2 noch. Oder? Ich zieh mal kurz durch, bitte. Ich ziehe aber schon mal. Ja. Der Juggerhaufen Bochum. So, und last but not least, hold on, hold on, die Hannover Living Undeads. Gut, das sind jetzt die offiziell Gelosten. Ich lese noch mal kurz gesetzte, eingeladen und geloste Teams vor und dann machen wir mit der Auslosung der Nachrückerliste weiter. Gesetzt sind Gag, Rigor, Falco, Skull, Falco 2. Gelost wurden, ach nein, eingeladen wurden Habu, Juggler's Jug, Victim, Blutgrätsche, Nachtwache, die leere Menge, die Amazon-Kinder, die Zonenkinder, die Potsdam Piranhas und das spanische Team, das sich immer noch nicht für einen Namen entscheiden konnte, aber es hoffentlich bald getan hat. Gelost wurden Bob Jugger, die Goldenen Reiter, SPVGG Rasenschach, Blue Fangs, Leipziger Partyhände, Peter Pawns, GAG 2, Black Ninja, Bochum, Juggerhaufen Bochum, Entschuldigung, und die Hannover Living Undeads. So, dann folgt jetzt die Nachrückerliste. Auf Platz 1 Rigor 2. Auf Platz Nummer 2 Fischkopfkrieger. Auf Platz Nummer 3 sind die Knautschzonenkinder, dicht gefolgt von den Seven Sins. So, Chimera Brunsvilje kommt als nächstes. Dann die Lickedealer und last but not least die Schergen-Monasterias. So viel zu. So viel dazu. Kommen wir zum wichtigen Teil über. Jetzt gibt es für alle noch einen Schluck Wasser. Quasi, um dieses Losverfahren gebührend abzuschließen. Es war so klar. So, genau, jeder hier ein so ein Gläschen. Bleib mal hier. Und dann. Genau, auf euch und uns und vor allem auf Jagger. Cheerio!